Kalimera, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Medea Stimmen von Christa Wolf. Es geht in diesem 1996 erschienenen Roman um eine gefährliche Fremde, eine Heilerin, eine Frau und wie sie unschädlich gemacht wird. Mit dabei sind Medea, Tochter des Königs Aietes von Kolchis, das ist sozusagen Sotschi am Schwarzen Meer. Sie war dort heilkundige Hohepriesterin der Hekate, hatte aber Ärger mit ihrem Vater, weshalb sie dem Griechen Jason erst half, sich das goldene Vlies, ein goldenes Widderfell, unter den Nagel zu reißen und dann mit ihm floh. Jason wollte das Fell eigentlich, damit sein Vater und dann später er wieder auf den Thron von Iolkos kommen, den sein Onkel geklaut hatte, aber das ging schief. Und so ist er mit Medea in Korinth gestrandet, das von König Kreon beherrscht wird. Seine Frau heißt Königin Merope und guckt immer etwas depressiv in die Ecke. Und ihre Tochter Glauke ist Epileptikerin und deswegen sehr unsicher. Diese ganze Königsfamilie ist nicht so wirklich machtvoll. Der eigentliche Strippenzieher am Hof ist der erste Astronom des Königs Akamas. Der ist nicht besonders nett, wenn auch sehr intelligent, während sein Kollege Leukon ein Freund von Medea ist. Das ist der zweite Astronom. Medea ist nicht die einzige Kolcherin, die mit Jason nach Korinth gekommen ist. Sie hier, Agamida, ist eine ehemalige Schülerin von ihr, jetzt auch Heilerin und jetzt hasst sie Medea, ihre ehemalige Lehrerin. Der Roman besteht aus 11 Kapiteln, die jeweils der Monolog einer Hauptperson sind. Und sie berichten stückweise und verschlungen, was damals in Kolchis und jetzt in Korinth passiert. Deswegen ist das hier nur eine ganz grobe Wiedergabe. Los geht's natürlich mit Medea, die morgens aufwacht. Wo bin ich denn hier? Immer noch in meiner Lehmhütte, wo ich wohne, seit sie mich aus dem Palast geschmissen haben. Scheiß Gentrifizierung! Aber gestern war ich ja noch mal im Palast bei einem Festmahl, weil Jason es unbedingt wollte. Und entweder ich spinne oder diese ganze Stadt beruht auf einem Verbrechen. Und dann erinnert sie sich. Diese ewig stumme, immer leidende Königin Merope steht irgendwann kommentarlos von der Tafel auf und geht in so einen geheimen Gang, die Treppe runter, immer weiter durch die Dunkelheit, die Gänge werden immer enger. Irgendwann setzt sie sich hin und schluchzt und weint. Dann wird sie weggeholt und ich sehe einen Schädel, Knochen, die Leiche eines kleinen Menschen. Nach dem Festmahl ist Jason in meine Hütte gekommen, um die Nacht mit mir zu verbringen, hilflos wie ein Junge. Ja, was heißt hilflos? Medea handelt sich immer Ärger ein. Jetzt wird sie im Ältestenrat angeklagt, dass sie ihren Bruder umgebracht haben soll, bevor wir mit der Argo aus Kolchis geflohen sind. Das ist lächerlich, es ist Jahre her. Akamas steckt dahinter. Die Medea ist einfach zu gut. Sie heilt die Kranken, sie hat die Stadt vor einer Hungersnot gerettet und zum Dank nennen die Leute sie Hexe und die Machthaber werfen sie aus dem Palast. Mich ja nicht, also mich behandelt der Kreon echt wie ein Vater, aber dass sie ihren Bruder ermordet haben soll. Und er erinnert sich, wie das damals in Kolchis war. Ihr Vater, König Aietes, wollte mir das Vlies nicht geben, hat sich unlösbare Aufgaben ausgedacht und plötzlich wurde Absyrtos, ihr Bruder, ermordet, zerstückelt. Und sie so, nein, Absyrtos, ich helfe dir, einzige Bedingung, du nimmst mich mit. Und dann hat sie mir geholfen, das Unmögliche zu schaffen. Mit ihren Zaubertricks tötete ich die Stiere und dann den Drachen, die das Vlies bewachten, und ich nahm sie mit. Aber warum ist die immer so unbequem? Hinter der Anklage steckt Agamemnon. Yes! Ich hab's geschafft. Die immer coole Medea ist blass geworden. Sie war die Freundin meiner Mutter, konnte ihr aber das Leben nicht retten, als sie krank wurde. Naja, zwar hat sie mich zur Schülerin genommen, aber sie hat mich nie an sich rangelassen, immer auf Abstand gehalten. Aber jetzt, Medea, bin ich dran. Mich mögen die Korinther als Heilerin. Ich kümmere mich jetzt um Glauke, die Königstochter. Und ich habe den richtigen Verbündeten. Ich bin zu Akamas gegangen und habe ihm gesagt, dass Medea beim Fest der Königin nachspioniert hat. Naja, und das Staatsgeheimnis, was sie da unten in den Katakomben gefunden hat, scheint wohl wichtig genug zu sein. Jedenfalls fand er die Idee gut, sie für den Mord an ihrem Bruder bluten zu lassen. Nicht mehr lange, Medea. Dabei war es damals völlig anders mit ihrem Bruder. Tja, mein Vater war ein machtgeiler Arsch und Absyrtos und ein paar andere Leute wollten, dass er endlich abtritt. Denn es gab diese alte Sitte, dass ein König in Kolchis maximal 14 Jahre regiert. Und er so, tja, super, mach ich doch. Ich gebe symbolisch für einen Tag die Macht an meinen Sohn Absyrtos ab. Und wieso nur symbolisch? Wenn wir es nicht symbolisch machen, dann müsste ja einer von uns beiden anschließend sterben. Er hat ein paar Fanatikerinnen in den Palast gelassen, die den Absyrtos dann zerstückelt haben. Aua! Nein! Kein Wunder, dass ich Jason geholfen habe, das Vlies zu erbeuten und zu entkommen, oder? Wir sind zu meiner Tante Kirke auf deren Insel gefahren, aber leider wollte sie nicht, dass ich bei ihr bleibe. Tja,
Und jetzt sind wir in Korinth und ich muss die Knochen der Königstochter Iphinoe von Korinth finden. Sie wollte ihre Stadt retten und musste sterben, genauso wie Absyrtos, der Kolchis retten wollte und sterben musste. Dann hören wir die Perspektive des Strippenziehers Akamas. Tja, schade um Medea, kann ich nur sagen. Aber ehrlich, Kreon hat den Jason ja sowieso nur erlaubt, hier zu bleiben, weil er sein Nachfolger werden soll. Er hat ja keinen Sohn. Und da muss sie natürlich weg, die Medea, weil Jason ja Glauke heiraten soll. Ja, sie hätte einfach in Ruhe in ihrer Lehmhütte sitzen können. Aber nein, sie muss Iphinoe ausgraben. Ein schweres Opfer für Kreon damals, die eigene Tochter töten zu lassen. Aber ihre Mutter Merope, ja, wollte ja unbedingt an diesem alten Frauenpower-Schwachsinn festhalten. Von wegen, die Krone von Korinth wird nur in weiblicher Linie vererbt. Lächerlich. Ja, wir mussten sie opfern, das hat ja keiner gern gemacht. Akamas sorgt auch über seinen Assistenten dafür, dass die Königstochter Glauke wieder richtig eingenordet wird. Boah, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich verstanden habe. Schönen Dank, was für eine intrigante Schlange diese Frau ist. Ich meine, als sie zuerst hier war, hat sie ja echt so getan, als ob sie mir mit der Epilepsie helfen will, mit ihren Kräutern und vor allem mit dem Reden. Aber die wollte mich ja nur kontrollieren. Die hat mich so ausgehorcht. Ich hasse die. Sie wird untergehen und Jason wird bleiben und das ist auch gut so. Ich meine, wir sind doch keine Mafia-Familie hier. Oh Gott, wenn ich dran denke, dass sie die arme Iphinoe umgebracht haben. Medea! Und sie kriegt einen epileptischen Anfall. Nein! Deswegen erzählt Leukon weiter, der zweite Astronom, der immer gern auf seinem Turm sitzt. Oh Gott, die Pest wird immer schlimmer. Medea ist verloren. Dieser scheiß Akamas hat dafür gesorgt, dass ein Mob sie durch die Stadt gejagt hat. Sie hatte Glück und ist dem Bildhauer Eustros in die Arme gelaufen. Aber dann gab es ein Erdbeben. Das haben sie ihr auch noch in die Schuhe geschoben. Und weil unter den Trümmern die Toten verfaulten, gibt's jetzt die Pest. Ich mag sie einfach und meine geliebte Arethusa wohnt ja bei Eustros. Deshalb sehen wir uns da oft, weil er jetzt Medeas Geliebter ist. Aber sie versteht einfach nicht, wann man mal den Kopf einziehen muss. Wenig später sitzt Medea in einer Zelle, aber nicht wegen ihres Bruders und auch nicht wegen der Pest. Sondern wegen der Frühlingsfeier. Ich war erst bei den Korinthern beim Fest, die haben einfach ein paar Stiere geopfert, aber dann gab es eine Raserei und sie wollten unbedingt ein paar Verbrecher aus dem Tempelasyl lynchen. Da habe ich mich ihnen in den Weg gestellt. Gut, einen haben sie trotzdem umgebracht, den habe ich auf dem Gewissen. Aber dann bin ich zu meinen Kolchierinnen und zu unserem eigenen Frühlingsfest gegangen. Plötzlich hören wir, wie einer in unserem heiligen Hain einen Baum fällt. Das war Turon, der Handlanger von Akamas. Ja, weil ihr die Pest über Korinth gebracht habt. Meine Kolcherinnen haben ihn kastriert. Aua! Ich habe ihm zwar das Leben gerettet, aber mich hat er dann angezeigt. Tja, und dann wird sie zur Gerichtsverhandlung abgeführt und Jason erzählt uns, wie das Ganze ausgegangen ist. Sie haben sie verbannt. Was hätte ich denn machen sollen? Ich konnte es nicht verhindern. Und der König hat noch gesagt, die Kinder bleiben hier. Einige Tage später erzählt Leukon weiter. Sie hat ihre Söhne in den Hera-Tempel gebracht und genau an dem Tag, an dem sie aus der Stadt abgeschoben wird, bringt Glauke sich um. Ah, sie hat sich in den Brunnen gestürzt und zwar in einem Kleid, das sie von Medea geschenkt bekommen hat. Und das Schwein Akamas drechselt heraus eine Geschichte. Das war ein vergiftetes Kleid. Medea hat sie umgebracht. Was ist denn das da hinten für ein Mob? Und die so, wir haben es getan. Wir haben die Kinder von der Hexe gelyncht. Korinth ist frei von der Seuche. Nein! Diese Hiobsbotschaft erreicht Medea allerdings erst wesentlich später, denn sie lebt jetzt in der Wildnis. Was? Sie haben sie gesteinigt? Und mir hängen sie alles an. Ich hätte Glauke umgebracht und meine eigenen Kinder. Und jetzt? Vielleicht ein letzter Fluch. Ich, Medea, verfluche euch. Ist eine Welt zu denken, eine Zeit, in die ich passen würde? Ich glaube, diese Frage können wir uns auch stellen. Haben die Unbequemen, die Außenseiter, die Querdenker in unserer Welt einen Platz? Korinth und seine Goldgeilheit sind schon sehr wie Deutschland 2019. Sind wir bereit, die Trägheit unseres Alltags, in dem es immer nur um das eine geht, auch mal in Frage zu stellen? Wenn ihr neugierig geworden seid, dann macht einen Anfang und lest dieses Buch. Und das, liebe Gemeinde, war Medea Stimmen von Christa Wolf. Vielen Dank. Thank you.